Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade eins gedreht mit der Zoeva Kaffeepalette. Ich blende euch mal Und was guck ein. mal, ob es besser wird. Und jetzt gucken wir mal im anderen Auge. Flop, Mann. Wisst ihr, manche Pinsel brauchen einfach, manche Paletten brauchen einfach echter Pinsel zum Überleben. Für mich irgendwie gerade ein Mega-Flop. Gut pigmentiert, gut pigmentiert, gut pigmentiert. Und der Rest irgendwie vom Fest ist so fast schon kreidig. Ich schmink mich ab und lasse das Video drehen. Es macht keinen Sinn. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, wie die Pigmentierung gerade bei diesen zwei Tönen war. War furchtbar, es sah scheiße aus. Ich musste mich wieder abschminken. Hat mir nicht gefallen. Wir werden was anderes machen, weil ich fühle diese Palette gerade nicht. Sie regt mich gerade eigentlich nur auf und ich habe keinen Bock da drauf. Wir fangen an mit meinen Augenbrauen. Genau. Ich möchte was ausprobieren. Und zwar habe ich hier zum Beispiel ein Augenbrauengel von Make-Up Revolution. Das werden wir heute testen. Ich suche Pinsel raus und dann testen wir das. Ich habe auch mein Glycerinzeug gefunden, falls die Pomade ein bisschen eingetrocknet ist. Ja. Also ich mache dann einen Tropfen Glycerin rein. Es ist eigentlich ja, nicht mehr haltbar, aber es ist doch noch haltbar. Also man muss sich da nicht zuscheißen und gleich in die Apotheke. Mach ich da ein bisschen Glycerin rein. Ungefähr so für den ganzen Pott. So ein Tropfen. Und mach das Zeug zu. Das fällt mir nämlich sonst bestimmt runter. Und nimm mir einen Spatel. Ich habe hier einen von Catrice. Das hätte man vielleicht alles vorher auf und rühre das mal um. Damit dieses Glycerin sich mit dem Produkt verbindet. Also so viel Produkt wie das Pettchen ist es gar nicht. Schaut mal. Es ist schon immer so ein bisschen Verarschung. Manchmal sind nämlich Drogerieprodukte gar nicht so günstig, weil da einfach mehr gefuscht wird. Schaut mal. Es ist schon genug Produkt, sage ich mal, aber es könnte, na, wenn der Tiegel so groß ist, da könnte auch die Hälfte kleiner sein. So. Und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. So mache ich das mit allen Pötten. Und ich habe auch nicht bei der Base das Gefühl gehabt, dass das irgendwas beeinträchtigt hat. Also wenn man lieber ein bisschen weniger als zu viel. So aktiviere ich meine Augenbrauenprodukte zum Beispiel, damit ich sie weiterhin verwenden kann. Sonst, ja, geschieht etwas. Und wir werden das Produkt jetzt benutzen. Es ist wieder cremig. Ich benutze das, was ich auf dem Spatel habe. Dann kann ich ein bisschen sparen. Ja, irgendwie fühlte ich gerade meinen Look nicht wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was da los ist. Normalerweise bin ich andere Qualität von Zoeva gewohnt. Ich habe gestern auch einen Look geschminkt. Das war in Ordnung. Mein erster Herbstlook ist fertig. Ja, herbstig mit Zoeva. Das passt doch so rauchig und ich trinke jetzt auch einen Kaffee, das passt auch ganz gut. Ich wünsche euch was, schreibt mir gerne irgendwelche Fragen oder ob ihr was auch Ähnliches erlebt habt. Ihr dürft mit mir alles teilen, gerne auch Privatnachrichten. Ja. Und hätte ich wahrscheinlich nicht noch einen Kinderwunsch, ich weiß nicht, ob ich den Kinderwunsch nicht, ob der für mich nicht abgeschlossen wäre, wenn ich nicht so einen Fall hätte. Wisst ihr, was ich meine? Dass man da in die Bredouille kommt. Will man oder will man nicht? Wenn die Gebärmutter rauskommt. Wie schön rosig ein Zahnfleisch ist, gell? Bei so einem hässlichen, kackgrünen Metallic-Lipstick. Naja. Ja. Wir können ja gerne nochmal uns austauschen. Vielleicht habt ihr ja Fragen, dann fragt. Ich kann es auch so in ein Q&A machen, wenn ihr Fragen habt und ich beantworte. Und heute wieder nicht. Also irgendwas stimmt da was gewaltig nicht. Deswegen bin ich noch so ein bisschen errötet. Pomaden finde ich eigentlich immer ganz nett, weil die reißen die Härchen nicht so raus.
schminke mich gerade eigentlich nur, damit ich geschminkt bin. Ich habe nichts Besonderes vor bei so einem Regenwetter. Ich wollte das Kinderzimmer machen für meinen Sohn. Das hatte ich schon mal, glaube ich, erzählt. Ne? Es kommt mir so vor wie so Déjà-vu. Entweder liegt es noch am Narkosemittel oder weiß ich. Es ist jetzt schon zwei. Heute ist Sonntag. Am Freitag wurde ich operiert. Mir geht es eigentlich soweit ganz gut. Ich bin nur sehr müde, aber das bin ich sonst auch immer. Und alle machen immer den hier und zeichnen irgendwelche Härchen und imitieren irgendwas. Mir irgendwie so anstrengend, diese Insta-Brow. Sagen, das reicht. Das ist einer der schmalsten Pinsel, die es auf dem Markt gibt. Also man kann richtig schmal Lidstriche ziehen. Und das Produkt nehme ich natürlich auch von dem Spatel ab. Das muss ja nicht da drauf bleiben. Und ich finde das Ergebnis wirklich gut. Also ich kann nicht meckern. Ich würde sie dann nur noch durchkämmen. Wo auch immer meine Bürste ist, weil ich damit so ein bisschen die Oberfläche aufgekratzt habe von dem lilanen Ton. Könnte eventuell meine Augenbrauen auch lila werden. In der Kamera kommt es irgendwie so ein bisschen rotstichiger vor. Es ist aber total aschig. Also es passt total zu Blondinen. Das war die Make-up Revolution Brow Pomade. Finde ich echt gut. Es sind 2,5 Gramm drin und es ist in der Farbe Blond. Schaut mal, ist echt nett, ne? Dann benutze ich. Was benutze ich dann? Dann benutze ich ein. Ja, ich habe sowas zusammengemischt. Das werdet ihr demnächst auch sehen. Das war ja nur so zur Hälfte voll mit so einem anderen Zeug. Das möchte ich jetzt in meine Foundation einmischen. Ich benutze einen Pumper. Ich benutze eineinhalb Pumper von der 24 Stunden Make to Stay Foundation. Von Catrice. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und eineinhalb Pumper erstmal davon. Das ist so Bronzezeug, Gedöns. Wird das halt so ein bisschen farbiger. Wisst ihr, was ich meine? Und die Foundation an sich wird ein bisschen flüssiger. Und vielleicht kann ich sie so besser aufbrauchen. Denn ich habe. Ja, ich bin nicht ganz so zufrieden mit diesen Drops. Ich finde sie einfach nicht so gut. Und ihr seht natürlich einen Unterschied, ne? Ob ich jetzt so eine Foundation auftrage oder so eine mega helle. Ich sehe auf jeden Fall ein. Schön in die Haut einmassieren. Ich hätte gerade eigentlich einen anderen Pinsel genommen. Aber auch diesen leichten Schimmer. Ich muss mal gucken, ob ich es auch richtig eingearbeitet habe. Ich sehe das doch nicht von dieser Entfernung. Also ich finde, es kann sich wirklich sehen lassen. Auch die Augenbrauen finde ich schön. Und die Foundation, so wie sie jetzt ist, gefällt sie mir besser als alleine. Unglaublich, ne? Es liegt aber nicht nur an der Farbe, sondern auch an der Konsistenz. Verändert halt doch irgendwie die Konsistenz, wenn man halb-halb nimmt, ne? Ja, kann ich mir gut so vorstellen. Ich versuche. Dass sie jetzt mal so ein bisschen trockener wird, wie es ist. Und es sieht auch in der Kamera nicht so anders da aus, wie es sonst immer aussieht, wenn ich meine Softbox anhabe. Das sieht ja. Mit Softbox geht's noch. Ich finde es viel, viel schlimmer, wenn. Meine Handylampe an ist. Dann sieht das richtig übel aus. Ich trage mir einen Primer, dann kann in der Zeit die Foundation so ein bisschen antrocknen. Sie ist nämlich sehr klebrig. Also ich finde so Made to Stay 24 Stunden mit dieser Klebrigkeit auf gar keinen Fall. Ich kriege gerade Kopfschmerzen von mir selber. So, Primer arbeite ich auch so ein bisschen in die Haut. Ich liebe diesen Essensprimer und das ist einer meiner liebsten. Ich hatte das eben gerade schon im Video erwähnt. Ich werde euch ja nur einen kurzen Ausschnitt reinschneiden. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich 12 Minuten was zeige, was für die Katze ist. Denke ich mal. Also ich fand die Pigmentation überhaupt grottig. Ich werde mir jetzt erstmal ein Puder aufgeben. Ich nehme das LR-Puder. Das mag ich wirklich gerne. Das hat so eine leichte Konsistenz. Ist aber leicht farbig und ich finde einfach, das macht so ein schönes natürliches Finish. Auch hier. Also,
Diese Puder sind wirklich super, wenn man trockene Haut hat und eher dazu neigt. Weniger ist mehr. Und nicht dieses Full Coverage. Das ist echt ein richtig, richtig leichtes Puder. Und das macht so ein bisschen dieses klebrige Gefühl weg. Und auf dem Rest des Gesichtes möchte ich eigentlich mein Puder, was ich im Projekt habe, auftragen, wenn ich es denn auf die Schnelle finde. Interessant finde ich, dass tatsächlich, dass meine Augenbrauen viel, viel schöner so sind. Viel, viel schöner unterschiedlich. Nein. Sie sind immer unterschiedlich. Sie sind auch nicht zusammen geboren, sondern nacheinander. Vielleicht sind das Zwillinge, nur verschiedene Jahrgänge. Geschwister vielleicht im ganz, ganz anderen Grad. So, welche Palette benutzen wir? Am liebsten wäre mir ein Smoky Eye. Smoky Ich hatte mir überlegt, vielleicht zwei Drogeriepaletten, also vom Preis von Drogerie. Einmal die Tamtam Beauty nochmal auszutesten. Ich habe damit schon eigentlich, wenn ich einmal benutze, weiß ich schon ganz genau, da muss ich nicht lange um den heißen Brei. Und diesen Ton hier vielleicht als austesten. Aber irgendwie, vielleicht auch nur den hier. Mal gucken. Wir fangen auf jeden Fall jetzt an mit der Palette Tamtam von. Beauty. Ich weiß, dass sie auch, wo sie hergestellt ist und dass sie in Deutschland produziert. Nee, warte mal. Hergestellt wurde sie in China, aber alles andere wurde in Deutschland gemacht. Das weiß ich. Produktionskosten. Aber wieso können manche Firmen es in Deutschland auch herstellen und auch günstiger Es verkaufen? ist mir eigentlich wurscht, wo die herkommt jetzt im Moment. Das Thema ist schon ausgekaut. Ich fange an mit dem Ockerton und trage ihn mir als Übergang erstmal hier in der Lidfalte auf. Also ziemlich in die Lidfalte und ziehe ihn lieber ganz, ganz dünn hoch. Und doch, wir arbeiten mit der Palette überwiegend und greifen nur ein bisschen zu der anderen. Ich möchte unbedingt da was ausprobieren. Ein Kürbis, wunderschöner Kürbiston. So ein helles Kürbis, Ocker, wie auch immer. Ich benutze übrigens gerade einen Müller-Pinsel, den ich echt gut finde. Also für kleines Geld. Ich glaube, unter 3 € habe ich dafür gezahlt. Ganz, ganz leicht, ne? Dann, um das Ganze schon mal aufzubauen, benutze ich den Morphe M433 und gehe in dieses Graubraun. Und tu mir meine Lidfalte schon mal bearbeiten und guck schon mal, wie weit ich mein Smoky Eyes haben will. Smoky Eyes. Am besten im geschlossenen, im offenen Zustand. Ich glaube, ich möchte heute auch eine Base drauf machen. Okay, ich benutze einen schwarzen Kohlkajal. Der ist jetzt hier von The Body Shop und den wärme ich so ein bisschen auf meinen Handrücken auf und trage den einfach großzügig auf. Und nimm dann einen flach gebundenen oder einen runden, irgendeinen Pinsel, mit dem ich gut arbeiten kann. Und trage mir das Produkt einfach jetzt mal hier so am Rand auf. Ich denke, dass es eine gute Idee ist, auch mit der Tamtam Beauty mal ein Smoky Eyes hinzukriegen. Es dient ja nur als Base, ne? Muss nicht unbedingt schon ordentlich sein, aber sollte auch nicht zu unordentlich. Also ein sauberer Pinsel hilft euch dann wieder, so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und den schwarzen Stift, wo auch immer ich, ah, da ist er ja, trage ich mir auch unten an der Wasserlinie auf. Den habe ich früher öfters mal getragen. Und ziehe ihn auch so also ein bisschen runter. Dann kann das
Also wenn ich da irgendwie 16, 17 Euro für die Body Shop Produkte zahle und dann fliegen die mir rum, dann finde ich das irgendwie auch ätzend. Deswegen, ich sehe keine große Verwendung für diese Stifte, für die Wasserlinie. Die halten nicht so gut, die machen eigentlich nichts so richtig. Bis auf, dass man eben als cremige Basis damit einigermaßen arbeiten kann, weil sie sich halt gut verblenden lassen, weil sie halt keinen Halt bieten. An meiner Nase. Wo ist jetzt mein, dass ich immer irgendwas suchen muss hier? Ja, also wenn er mir jetzt nochmal rausfliegt, dann Augen Herpesmann des Todes. So, und dann nehme ich mir den Pinsel, den ich vorher genommen habe, diesen sauberen eigentlich, ne, synthetischen Pinsel und ziehe das dann noch hoch. Ich finde so Smoky Eyes eigentlich immer am schönsten mit einer warmen Base, also einen warmen Übergang. Ich finde das einfach am schönsten. Smoky Eyes, sagen viele, ist auch das Schwierigste. Es ist auch echt nicht einfach. Aber gut, das können wir abmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich brauche jetzt nochmal den Ockerton. Den würde ich jetzt tatsächlich nochmal benutzen. Und zwar auf den sauberen synthetischen Pinsel und würde ihn ein bisschen hier so die Ränder sauber machen. Und auch unten. Der Kajal ist echt nicht der schönste, muss ich euch echt gestehen. Da gibt es schon so hässliche Ränder. Okay, ich möchte jetzt mit so einem synthetischen Pinsel reingehen. Okay, den hier von Essence. Und gehe in das Dunkel, ja, in das Schwarz mit Smaragdgrünen irgendwas. Unten am Wimperkranz ist wichtig. Sieht ein bisschen. Dann ist was los. Ihr müsst eure eigene Augenform erstellen, wie ihr es gerne haben wollt, wie es einfach zu euch passt. Zu mir passt, finde ich nicht immer dieser dunkle Augenwinkel. Den spare ich mir auch aus, den hier ganz dunkel zu machen. Finde ich einfach nicht schön. Aber das Schwarz mit diesen smaragdgrünen Teilchen ist wirklich schön. So, ich gehe mit dem ockerfarbenen dran. Sehr dunkel, sehr trist. Ich benutze ein bisschen Orange. Mama. Oh ja, eine Schatzkiste. Und den hellen Ton. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Wir machen erstmal das Gesicht, würde ich sagen, weiter. Das sieht nämlich echt merkwürdig aus. Ich versuche mir eine bronzige Basis zu schaffen. Ich fange erstmal an mit der Kontur. Da benutze ich den Pinsel von Leni. Nee, nicht Leni, Laurena. Den schwarzen Schwamm finde ich auch gut. Mit dem gehe ich da einfach rein in das Produkt. Viel zu viel. Und ziehe mir erstmal eine Kontur. Das darf so bleiben. Einmal hätte Streifen gereicht. Dann gehe ich in den Bronzer-Duo und trage mir mit dem Bronzer erstmal diese scharfe Kante durch das Konturieren. Und trage mir einfach Bronzer auf. Zu Smoky Eyes passt Nude, aber ich finde auch genauso kein Nude. Ich würde jetzt einfach Wimperntusche benutzen. Meinen obersten Wimpernkranz
So, mein Oberwimpernkranz auch nochmal mit dem Pinsel hier, mit dem Stift von The Body Shop machen. Wobei, das ist schon gemacht. Ich wollte eigentlich nur eine Basis schaffen, weil ich Angst hatte, dass es nicht hält. Nur deswegen. Deswegen müssen wir nichts Großartiges machen. Dann benutze ich eine Wimperntusche. Meine ist jetzt von LR. Leider sind so ein bisschen Krümel rund. Ja. Schaut mal einfach, wie das geliftet wird. Deiner mich Erde. Aha. Dann braucht man auch keine falschen Wimpern sich dran zu kleben, wenn man so ein Ergebnis dann hat. Dann gehe ich einfach in die Palette von Tamtam und trage mir so ein bisschen Produkt auf und versuche nicht zu allzu viel zu erwischen, was ja sehr schwer ist. Blush macht schon einiges her, ne? Dann so ein wunderschönes Kleid noch. Man ist ready to go. Ich benutze auch den Highlighter von ihr, der auch in der Palette ist. Und trage ihn mir hier erstmal so soft auf. Ich finde sogar so einen soften Highlighter viel, viel besser für den Alltag. Man muss nicht bis zur Sonne bämmen. So. Und dann ein bisschen Farbe auf den Lippen. Schadet nicht. Zum Beispiel Andorra. Nee, Rose ist das. Ich finde aber nicht, dass es so ein richtiger Rose ist, sondern es ist ein Nude. Fertig sind meine Smoky Eyes. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Ich meine, wir sind in Übung, wir sind keine Meister und wir sind keine Profis. Selbst ein Profi fängt ja irgendwann mal an. Man kann noch ein bisschen nacharbeiten, ne? So. Und ich wäre ready. Ich würde tatsächlich eher sowas benutzen. Oder vielleicht einen Ticken heller. Aber dadurch, dass wir schon so dunkel sind an den Augen, das ist eigentlich ein netter Look. So, mein Look wäre fertig. Eine Smoky Eyes mit der Tara Palette. Ja. Man kann immer was abnehmen, was aufbauen. Für den einen ist es genug, für den anderen zu wenig. Das müsst ihr wissen. Aber es wäre die Möglichkeit, mit ihr auch ein Smoky Eyes zu machen oder irgendwie sowas Rauchiges, Dunkles für den Abend. Tagsüber, ich trage es jetzt mal tagsüber. Wir haben 1 Uhr und ich sehe aus wie Spooky, das Gespenst. Und ja. An der OP haben sie mir irgendwie die Gosch aufgerissen. Ich weiß es nicht. Und ich wollte mit diesem Ton hier, ne, mit dem nur so ein bisschen einen Akzent schaffen. So ein bisschen 3D. Hätte sie so einen Ton rausgebracht, ne, mit in der Palette, dann wäre es noch geiler gewesen. Mir gefällt es. Da fertig sind wir. Schaut mal, wie schön.